Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Kingdom Comes Deliverance. Wir haben jetzt alles verkauft, haben uns noch ein schönes Bierchen gegönnt, deswegen haben wir da die Grinsebacke links. Und jetzt werden wir zu... Und jetzt werden wir zu Johanka gehen. Oder besser, reiten! So... Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber wir könnten dann auch noch mal gucken, ob wir hier in Sasau noch was zu tun haben. Ich bin mir nämlich überhaupt nicht sicher, ob wir hier noch was an Aufträgen haben, wenn wir schon mal hier sind. Ja, eigentlich wollte ich mich ja schon zum Vogt ernennen lassen, aber irgendwie kommen wir einfach nicht dahin. Du das, Johann? Du, oh, Hallöchen, meine Gute. Heinrich. Ja? Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, aber Merhuyet wurde angegriffen. Oh Gott, wie geht es Matthias? Wurde am Arm verletzt. Er spielt es herunter, aber die Wunde sieht übel aus. Ich muss ihn sehen. Bevor du gehst, da gibt es noch etwas. Was? Irgendeine Krankheit breitet sich in Merhuyet aus. Das Vieh wurde dahingerafft und jetzt erkranken auch die Menschen. Ich dachte, vielleicht weiß hier jemand, was zu tun ist. Gütiger Himmel, wie schrecklich. Gut, dass du gekommen bist. Wenn es irgendeine Hoffnung gibt, dann hier. Sprich mit Bruder Nikodemus, dem Arzt des Klosters. Er weiß vielleicht, was zu tun ist. Alles klar, ich werde ihn suchen. Komm wieder, wenn du mehr weißt. Ich danke dir, Johanka. Gott schütze dich. Danke, danke, Johanka. Er müsste ja hier drinnen rumäumeln, wa? Da ist er. Irgendeine Krankheit breitet sich in Merhuyet aus. Johanka meinte, du wüsstest vielleicht Rat. Eine Krankheit, sagst du? Wie faszinierend. Ja, ja, wirklich faszinierend. Aber kannst du diesen Leuten helfen? Das vermag ich noch nicht zu sagen. Dazu müsste ich mehr wissen. Keine Sorge. Sag mir, ist das ganze Dorf davon betroffen? Ja. Eigentlich war überall ein Kreuz dran, ne? Das nehme ich an. Warum sonst sollten sie solche Angst haben? Merhuyet. Hat es da nicht ein Gestüt? Was ist mit den Tieren? Haben die sich angesteckt? Ja, da gibt es ein Gestüt. Alle Tiere sind tot. Auch die Pferde, das Vieh, die Hühner. Und nun hat es die Leute erwischt. Höchst faszinierend. Was könnte man dagegen tun? Kennst du die Symptome? Ja. Ja, mehr oder weniger. Ausgezeichnet. Ich habe viele umfangreiche Werke zu dem Thema hier in der Bibliothek. Beschreibe mir die Symptome, dann können wir dort Rat suchen. Kannst du lesen? Ja. Ja, kann ich. Ausgezeichnet. So, folge mir in das Skriptorium. So, womit beginnen wir? Offenkundig stimmt etwas nicht mit Ihrem Verdauungstrakt. Richtig. Mit was? Mit Ihrem Verdauungstrakt, Heinrich. Ja. Das Problem liegt zwischen dem Mund und dem Arschloch. Aha. Klar. So kann man es auch ausdrücken. Zu diesem Zeitpunkt kann man noch nichts ausschließen. Schau du im Brevarium de Signis Causa nach. Ein namhaftes Manuskript aus Salerno, verfasst von Johann von St. Paul. Aber ich kann kein Latein. Zu deinem Glück übersetzt unser Bibliothekar bedeutende medizinische Werke in die Gemeinsprache. Also kannst du dich sehr wohl nützlich machen. Studiere das Brevier sorgsam und vergleiche die Symptome mit überlieferten Fällen. Das hilft uns vielleicht weiter. Ich hingegen widme mich den erprobten Klassikern Avicennas Canon Medicinae und Galenos Hauptwerk Ars Medicinalis. Alles Gute. Okay. So, jetzt... Die Quest ist jetzt hier aber nicht abgebildet. Das ist doch wieder... Die Seuche können wir nicht, weil... Jetzt muss ich mal gucken, der ruhelose Geist. Warte, bis der Apotheker das Buch gelesen hat. Da warten wir ja schon ewig drauf. Das müssen wir noch machen. Tief im Walde, überbringe dem Rataya Vogt das Dokument.
Dem Rataya-Vogt? Ach so. Und das bringe... Ah, hier, guck mal. Wir machen, wenn wir schon mal in Sasor sind, schnell den letzten Willen fertig. Das müsste ja relativ simpel in der Kirche hier unten sein, ja. Ja. Und dann machen wir das mit der Seuche. Ich weiß, das ist ein bisschen umständlich, was ich jetzt mache. Theoretisch sind wir ja direkt vor Ort, aber ich habe jetzt Bock, schnell die eine, die wir als erstes bekommen haben, zu Ende zu machen. Du hast mich abgeschmissen. Sag mir nicht, weil ich betrunken bin. Ich bin nur angeschmissen. Ich kann noch reiten. Ja, siehst du, weg ist es. Ich würde jetzt bei einem Pustwettbewerb auf 0,00000 geprüft werden. Wow. Schlupp, schlupp, schlupp. Gucken, alle Sorten. Was, hey? Ach, halt, warte mal, der Eingang war, glaube ich, auf der Seite. Wie, was war das? Ich bin das. Der Reiter mit dem himmlischen Wind. Hallo? Da bist du. Pater! Pater, Vinzenz aus Merhoyet schickt mich. Worum geht es, mein Sohn? Ich habe hier Vinzenz letzten Willen. Gott sei uns gnädig. Was ist denn passiert? Vinzenz ist schwer krank. Eine schlimme Seuche sucht Merhoyet heim. Ja, ich habe gehört, dass Leute in einem Dorf in der Nähe krank wurden. Herr im Himmel. Aber Vinzenz ist am Leben. Ja, noch. Hoffen wir, dass der Herr ihn noch länger unter uns weilen lässt. Danke, dass du mir sein Testament gebracht hast. Im Falle seines Todes kümmere ich mich darum. Hier hast du ein paar Münzen für den Aufwand. Ab Dank, Pater. Oh. Alles Gute. 175 Münzgroschen für die Taxifahrt. Und? Nee. Nicht rum hier. Nein. Ja. Porti Porti, genau. Kleiner Schlingel, du. Ja. Nur weil du nicht auch mit rein durftest, ne? So, ist die Quest jetzt ab? Ja, die Quest ist so. Jetzt können wir nämlich hier die Seuche machen. Okay. Das ist die Quest. Das hätten wir nämlich gleich machen können, eigentlich. Ja. Die Quest abgeben. Gemüse, frisches Gemüse. Hast du nicht auch verdorbenes Wild? Ich überlege gerade, was kann man mit diesem Fleisch überhaupt noch machen, außer es als Dünger zu verwenden. Ich würde es, wenn es vergammelt ist, ja nicht mal mein Schwein geben, oder? Oder hätte man das damals auch... Also, eins steht fest, die Mägen damals waren definitiv robuster als unsere heutigen Mägen. Da bin ich überzeugt von. Im Umkehrschluss hatten die damals nicht so viel Chemie in ihrem Essen, was natürlich auch ein bisschen dafür sorgt, dass die ein wenig, wie sagt man, gesünder von der Nahrung, von den Nahrungsmitteln sind, so. Aber wir sollen hier drin lesen. Es ist bekannt, dass im Körper eines Menschen vier Säfte wirken: Blutgalle, schwarze Galle und Schleim. Sind sie ausgeglichen, erfreut sich die Person besser Gesundheit. Besteht jedoch Überfluss an nur einem dieser Säfte, durchschwemmt er den Körper, stört seine Ausgeglichenheit und führt zu Krankheit und sogar zum Tod. Okay. Kann außerdem so, nee, die Pest, verursacht von Unregelmäßigkeiten der schwarzen Galle, zeigt sich mit vielerlei Symptomen. Dazu gehört ein unstillbarer Durst wie Unwohlsein. Meist begleitet von spartanischem Husten und manchmal sogar Durchfall. Husten hatten die, glaube ich, nicht. Zumindest haben sie das nicht gedacht. Wodurch sich der Körper der überflüssigen schwarzen Galle zu erledigen versucht. Okay, Körper pusten hatten sie jetzt nicht.
An gelber Galle kann zu Ruhe führen. Eine Krankheit, die sich auf unterschiedliche Weise offenbart. Vor allem jedoch durch schrecklichen Durchfall. Nur selten kommt Erbrechen hinzu. Die Krankheiten leiden zudem an schrecklichem Durst. Unterleibschmerzen und Fieber. Die solche ist unter Menschen ansteckend, jedoch ungefährlich. Tiere. Das klingt wie das, was wir suchen. Doch es gab auch andere Wege, die Körpersäfte in Ungleichgewicht zu bringen und das Blut zu schwächen. Eine Vergiftung zum Beispiel äußerte sich durch Fieberanfälle, Delirium, haben wir, und Magenkrämpfe, haben wir. Welche mit Zuckungen, Durchfall haben wir, großen Durst haben wir auch, einhergehen. Wurde ein Mensch durch Gas vergiftet, zum Beispiel in Minenschächten, nahe Sümpfen oder an ähnlichen Orten, zeigt sich die Vergiftung oft durch Ausschläge an Nase und Mund. Wurde das über die Nahrung aufgenommen, ist jedoch keinerlei Ausschlag sichtbar. Vergiftungen sind zwischen Menschen und Tieren nicht übertragbar. Doch trinken sie beispielsweise vom selben Wasser, sind Menschen wie Tiere betroffen. Letztere meist schneller. Okay, das hört sich an wie das, was wir suchen. Es gibt noch andere Wege. Vergiftung. Ja. So, jetzt gucken wir mal hier. Letztens geraten oder gebissen. Sie nur Menschen und keine Tiere? Nee, das ist es nicht. Also, ich gehe von Vergiftung aus. Ja. Ist das ein? Nein, wohl nicht. Reden. Ich glaube, ich hab's. Ja. Und wie lautet das Ergebnis? Verdorbenes Wasser hat sie vergiftet. Wirklich? Höchst unwahrscheinlich. Doch wenn Meister Johann von St. Paul das sagt, wer bin ich daran zu zweifeln? Wir müssen sofort eine Arznei zubereiten. Ich kann dabei helfen. Wirklich? Natürlich. Ja, ich kenne mich mit Alchemie etwas aus. Ein Gemeiner, der etwas von Heilmitteln versteht. Wer hätte das gedacht? Ausgezeichnet. Ich gebe dir das Rezept. Und du hast meine Erlaubnis, das Laboratorium des Klosters zu nutzen. Ich gehe sofort an die Arbeit. Das, was ich schon genutzt habe? Ich eile in der Zwischenzeit direkt nach... wohin nochmal? Merhoyet. Richtig, Merhoyet. Ich nehme Johanka mit. Niemand kümmert sich aufopferungsvoller um die Kranken. Eile mir nach, sobald die Arznei zubereitet ist. Danke, Bruder Nikodemus. Danke. Es gibt dort einen Mann, der eurer Hilfe dringender bedarf als jeder andere. Er ist ein wichtiger Zeuge bei einer Mordermittlung. Ausgeschlossen. Wir richten unsere Zeit mit den Kranken nach der Schwere ihres Leidens, nicht nach deinen weltlichen Bedürfnissen. Okay. Na gut. Dann ist es, wie es ist. So, haben wir jetzt das Rezept bekommen? Kann ich mich hier irgendwo hinsetzen? Da. So, und dann müssten wir doch hier irgendwie das Rezept haben, oder? Ist das? Nein. Haben wir das Rezept jetzt bekommen? Oder kannten wir das schon durch Zufall? Warte mal, wir müssen mal kurz... Kann man die Tür hier zumachen? Ne, die Tür kann man hier zumachen. Leute? Achso, ich könnte stehen? Ne. Wir müssen erstmal gucken, was brauchen wir denn jetzt? Die Seuche. Stell ein Heilmittel her. Ja, und was für ein Heilmittel? Ich habe doch gar kein Buch bekommen. Soll ich noch zu Janka gehen oder was? Alchemie. Lesen. Heilt Vergiftung, ja. Wasser, Holzkohle, Brennnesseln und Distel. Haben wir das denn? Holzkohle, Brennnesseln und Distel haben wir, glaube ich, nicht dabei, ne? Gucken mal. Nee, das haben wir dabei. Okay. Brennnesseln, Distel und Holzkohle brauchen wir.
Brennnessel, Diesel und Holzkohle. Ich hoffe, das ist es auch, das Richtige. Wir haben doch auch Gegenmittel. Na gut, wir brauchen schnell ein Gegenmittel. Sollte ja nicht so lange dauern. Aber jetzt stand ja auch nicht da, was für ein Gegenmittel, ne? So, sonstiges. Brennnesseln. Ich weiß nicht mehr, wie viele. Wir nehmen einfach mal die, die wir draußen finden. Disteln. Wir nehmen mal 4 mit. Eine Holzkohle, das weiß ich noch. Aber dann nehmen wir einfach mal 2-mal Holzkohle mit. So, und Brennnesseln haben wir vor der Tür stehen. Wie viel haben wir? 15 Stück mit einem Schlag. Das sollte ja wohl ausreichen. Haben wir eigentlich Kräuterkunde jetzt schon auf Max? Bin mir gar nicht so sicher. Blablablab. Schlupp. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was ich... Gegengift hört sich für mich bei einer Vergiftung schon jetzt als das Richtige an. Aber da wir das Rezept ja schon kennen, haben wir das vielleicht nicht bekommen. So, lesen. Erstmal lesen. Also, klar, Brennnesseln, Holzkohle und Distel. Bereite Wasser, 2 Handvoll Disteln und je eine Handvoll Nesseln und Kohle vor. Gib die Disteln in den Kessel und lass sie für 2 Sanduhren kochen. Also, erstmal die Disteln in den Kessel. 2 Handvoll Disteln, okay. Gib die Nesseln hinzu und lass... Rohr da drüben. Disteln, okay. Die Nesseln sind die Brennnesseln. Also nochmal, gib die Disteln in den Kessel und lass sie für 2 Sanduhren kochen. Dann die Nesseln für 1 Sanduhr und zum... Lass das Gemisch abkühlen und zum Schluss geben wir noch die Holzkohle dazu. Okay. Achso, das ist dann schon alles vorbereitet. Na, perfekt. Als erstes kommen die Disteln. Und Wasser. Wasser, ne? Wasser, Wasser, Wasser. Wein, Wasser. So. Wasser können wir schon mal rein tun. Dann nehmen wir uns die Disteln zur Hand. Können wir einmal in den Tiegel packen und dann einmal in die Hand. Weil wir brauchen 2-mal Disteln, genau. So, dann Feuer frei. Warte mal, wie war das? 2 Kohle vor. Gib die Disteln in den Kessel und lass sie... Achso, wir können die direkt schon reintun. Achso, sag mir das doch mal einer. Reintun. Dann können wir Brennnesseln vorbereiten. So. Und dann können wir jetzt 2-mal und wenn es kocht, drehen wir die Sanduhr. Ich frage mich wirklich, wie lange das damals gedauert hat. So, Sanduhr drehen. Muss ja für 2 Sanduhren mindestens kochen. So. Können wir eigentlich gleich noch eine Sanduhr machen. So. Dich können wir schon mal in die Hand nehmen. Packen wir dich rein. Sanduhr. Jetzt muss es einmal köcheln, durchlaufen. Sollte passen. Oh, und wenn es abgekühlt ist, wir warten jetzt noch ganz kurz. Kommt die Holzkohle hinzu.
Oh, und dann nehmen wir die Fiole. Dann müssten wir jetzt eigentlich ein Gegengift gebraut haben, oder? Ruhe! So, haben wir. Oder haben wir jetzt hier noch irgendwas anderes? Weiter. Schutztrunk. Trank der Bade. Zornstrank. No. Verdauungstrank. Nope. Hahnschreitrank. Auch nicht. Wiederherfbar. Heiler. Gerade gezogen wieder. Dieser Trank hilft auch gegen Kater. Lazarus hilft sogar bei Knochenbrüchen. Oh. Ein Trank, den kaum welche offen lässt, den er den Toten in Gräbern holen. Er gibt Verwundeten neue Kraft, selbst wenn der Tod schon an ihre Tür klopft. Heilt Verletzungen und so hilft sogar bei Knochenbrüchen. Aber vergiss nicht, dieser Trank allein wirkt kein Wunder. Also such dennoch einen Heiler auf. Aha. Okay. Schnaps. Elixier des, was ist das? Wohlgeruch der Substanz hat Feder an der Tiere ein. Okay, nein. Salbe, nein. Heilmittel für Miruyet. Das ist ein Witz, oder? Rezept für die Arznei, die die Kranken Dorf. Oh! Nein, jetzt müssen wir wieder neu. Was brauchen wir denn? Baldrian. Haben wir Baldrian dabei? Kräuter? Nein. Haben wir Baldrian dabei? Glaube nicht. Wir brauchen also, was brauchen wir? Zweimal Disteln, einmal Baldrian, einmal Holzkohle. Toll. Können wir, jetzt haben wir Gegenmittel gebraut, jetzt können wir nochmal. Haben wir hier vielleicht irgendwas rumstehen noch? Nope. Aber nehmen wir mit. Da dürfen wir nicht ran. Da haben wir auch schon leer geräumt. Ach Mann. Sakra. Red. Ja. Baldrian. Die Sau liegt immer noch im Weg. Befragt Bruder Nikolai zur Lage in Miruyet. Wie soll ich denn das machen? Ich habe das Falsche gebraut. Ich komme da gerade nicht hin. Tut mir ja leid. Und der Braun dauert leider immer eine Weile. Baldrian. Baldrian. Wir nehmen mal vorsichtshalber zwei mit. Dann brauchen wir euch definitiv nicht mehr. Dich kannst weg. Dich können wir verkaufen. Verkaufen. Holzkohle brauchen wir. Diesel. Zwei Diesel brauchen wir auch. Ja, Hund. Ich sollte hoffentlich alles jetzt haben. Habe ich beim Pferd schon das Blumenpferd gewählt, dass die Kräuter das Pferd beruhigen? Mal gucken, ne? Bin ich mir nämlich auch absolut unsicher. Nein, 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 nein. Ach, dass man hier nicht da stehen bleibt, wo man war, ne? Gott sei Dank habe ich noch mal ins Buch geguckt. So, Kräuter haben wir vorbereitet. Sehr gut. So, jetzt gucken wir noch mal. Okay, bereite Wasser. Eine Handvoll Baldrian, zwei Handvoll Disteln und etwas Kohle vor. Haben wir. Gib die Disteln in den Kessel und lass sie für zwei Sanduhren kochen. Gib den Baldrian hinzu und lass es für eine Sanduhr kochen. Lass das Gemisch abkühlen. Zum Schluss Kohle. Also das ist im Prinzip auch ein Gegengift, nur mit Baldrian. Interessant. Okay, Wasser.
Wosche. Dann tun wir, danke dir, ein wenig Distel hinzu, zweimal um genau zu gehen. Yep. So. Haben wir das auch. Dann bereiten wir schon mal einmal Baldrian vor. So. Und dann bringen wir das jetzt zum Kochen. Zwei Sanduhren. Ja. Jetzt sagen wir, drücken noch zweimal und dann sollte das erstmal ausreichen. So, noch eine Sanduhr. Drücken noch einmal. Ja, schön für dich. So, okay, das muss reichen. Jawohl. Okay. Abkühlen. Kann man das irgendwie abkühlen? Ah, kühl von... Okay, gut, 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 gut. So, dann... Da können wir jetzt schon die Holzkohle, weil es... Na, ist abgekühlt in meinen Augen. Also Abkühlung bedeutet ja sowas wie, ja, es soll nicht mehr kochen. So verstehe ich das hier. So, Heilmittel hergestellt. Ab nach Mio jetzt. Jawohl. Feuer frei. Halt. Da. Keine Überfälle, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wir kommen am frühen Abend an. Ist vielleicht nicht ideal, aber okay. Jetzt ist die Frage, wo sind die alle? Okay, hier hinten ist der Bruder. Die Wache ist schon wieder weggerannt. Bist du im Haus? Wo bist denn du? Nee. Bruder Tag, wo bist du? Du bist im Haus, oder? Einen interessanten Ort entdeckt, okay. Können wir gleich nochmal das suchen. Lieber Gott, wofür bestrafst du mich? Also, hier bin ich. Wie ist die Lage? Leider nicht allzu gut, Junge. Hast du das Heilmittel? Ja, hier ist es. Ich werde 4 Dosen nehmen, du den Rest. Ich kümmere mich um Strohs Familie und du übernimmst Melichas Frau und die anderen. Okay. Sie lassen mich nicht zu dem Gefangenen. Sie wollen, dass er leidet. Auch wenn er schlimme Dinge getan hat, aber eine sterbliche Seele so zu behandeln. Vielleicht kann ich sie überzeugen. Ich habe ihnen Hilfe versprochen und mein Wort gehalten. Sie müssen mich zu ihm lassen. Mag sein, aber in der kurzen Weile, die ich hier bin, habe ich festgestellt, wie verstockt die Leute hier sind. Gott sei mit dir. Ja, dadurch, dass rein technisch gesehen müsste doch... Die Wache rennt hier immer noch rum. Wo ist die Wache jetzt? Da hinten. Boah, erschreck mich doch nicht so. Nur weil du krank bist. Jetzt warten und sehen, was passiert.
Okay. Und dann würde ich sagen, wir kümmern uns. Warte ab, ob das Heilmittel wirkt. Ja. Machen wir. Nein, mein Gott. Ich will schlafen. Okay. Heilige Maria. Die Schmerzen sind zu... Nein, mein Gott. Ich will schlafen. Hä? Sollten wir hier nicht... Das bringen? Wir sollen auch jetzt hier... Gib den Kranken das Heilmittel, ja. Hier gehen wir erstmal rüber. Fang hier an. Hallo. 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 Du bist zurück? Natürlich. Ja, und ich habe etwas, das dich gesund machen wird. Guter Gott im Himmel. Wir danken dir für deine Gnade. Trink das und verteile es an alle im Haus. Ich habe auch jemanden mitgebracht, der sich um euch kümmern wird, bis ihr wieder gesund seid. Danke, barmherziger Samariter. Ah, so muss das. So, dann hier vorne unseren neuen Bruder. Hi, Wächter. Daniel. Oder bist du es? Wir müssen den Schlitten anspannen. Ja, ja, den Schlitten. Trink du nur das und alles wird gut. Ist das Weihwasser, Bruder? Ist es. Trink etwas davon und gib es auch den anderen im Haus. Bruder Nikodemus kommt dann und schaut nach euch. Okay, das würde ja bedeuten, wenn ich das richtig verstehe, dass das... Okay, du liegst unten. Aber das sollte ja hiermit erledigt worden sein, wenn er das auch allen anderen nehmen soll. Ich hoffe es zumindest. Dann haben wir es dort gegeben, dort gegeben. Wir gehen nochmal kurz hier rein. Lass mich in Ruhe. Ich wollte dir... Wollte ich nicht... Hä? Wache, Hallöchen. Dass die Wachen noch so ruhig hier rumrennen, ne? So, wenn die Pest ausgebrochen wäre. Ja, ich weiß ja nicht. Hallo. Ah, hier, Vincent. Du bist zurück. Ja, natürlich. Natürlich. Versprochen ist versprochen. Ich hatte keine Zweifel. Hast du das Testament übergeben? Es liegt sicher bei Pater Fabian verwahrt. Gott sei Dank. Keine Sorge. Ich habe ein Heilmittel aus Sasau. Trink das regelmäßig. Du und alle anderen im Haus. Ein Heilmittel? Du hast Hände aus Gold. Aus purem Gold. Gott segne dich. Danke. So, gib den Kranken, haben wir fertig. Gut. Dann würde ich sagen, wir gehen Richtung Wache. Also Richtung hier Gefangenen. Ist die Tür wieder zu? Nee. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir machen an der Stelle für heute hier Feierabend. Daher danke fürs Zusehen und Stüdelü! Dann weck diesen Müßiggänger mal auf. Ein Klaps auf die Rübe sollte genügen. Mhm.